habe ich damals aus dem Film übernommen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt einen Film, der so heißt. Und ich fand den ganz, ganz witzig, dass man nicht alles so schwer nehmen soll. Wer den Film kennt, weiß, worum es da geht. Dass man auch versuchen soll, mit Herz und mit Natur so ein bisschen wieder zusammenzufinden. Ein schöner, warmer, noch ruhiger Sommertag am Flensburger Ostseebadstrand. Hier eröffnet bald das Open-Air-Grasgeflüster. Wie in den Jahren zuvor an Himmelfahrt feiern junge Menschen friedlich über Nacht am Badestrand. Mit ein paar Spatenstiche, Schrauben, Holzpaletten und viel Deko werden die Musikbereiche für Techno und Goa aufgebaut. Auch die Dixies WCs durften in der freien Natur natürlich nicht fehlen. Durch die Dekoration kommt leicht das weihnachtliche Gefühl etwas auf. Es ist für alles irgendwie gut gesorgt. Der Stromgenerator wurde inzwischen angeliefert und die DJs konnten in aller Ruhe die Anlage und Mischpult aufbauen, noch bevor die ersten Feiernden sich ansammelten. Für eine atemberaubende Unterhaltung am Badestrand sorgte ein Feuerkünstler. Wir haben uns mit einem der Veranstalter vom Grasgeflüster ausführlich unterhalten. Ja, die Idee kam, liegt an diesem Umsonst und Draußen auch mit, was wir machen, dass nicht immer alles was kosten soll und dass die Leute auch mal wieder rauskommen, ein Lagerfeuer machen und zusammen sind, einfach, dass sich Leute kennenlernen. Wir sind nun mal eine große Gesellschaft, auch mit vielen ethischen Hintergründen und es funktioniert ganz gut. Wir machen das jetzt, wie gesagt, schon seit 2015. Es gibt auch nie Ärger, nie Streit, es ist immer eine tolle Sache, die wir machen und es nimmt halt Anhang, ne? Also wird halt jedes Jahr mehr, wir bekommen mehr Zuwachs, auch an DJs, viele DJs, bekannte DJs unterstützen das auch, nehmen auch alle keine Gage dafür, das läuft alles wirklich Hand in Hand, jeder trägt irgendwas mit dazu bei, dass das hier alles auch funktionieren kann, sei es ein Zelt, sei es ein bisschen Licht, jeder trägt tatsächlich einen Teil dazu bei, ist eine Together-Sache, die sehr gut funktioniert. Ja, wir hatten ja mal angefangen an einem kleinen See, es war halt nicht so das große Ding, das erste, das Wetter war kalt, es ist noch gefroren, bis sich das dazu entwickelt hat, dass wir das dann halt am Herrentag Himmelfahrt machen, was dann halt auch passt, dadurch, dass die Polizei auch ein bisschen entspannter ist, weil wir es halt nicht offiziell machen konnten über die letzte Zeit, die jetzt auch durch die letzten Jahre auch doch schon ein Auge zudrücken und uns machen lassen. Solange wir vernünftig mit denen zusammenarbeiten, ist das auch in Ordnung für die. Und auch mit einer Message, dass es halt mehr Freiflächen geben sollte, auch in Flensburg, genau für solche Sachen. Und wir tun niemandem was, wir machen einfach nur Spaß, haben Lust draußen zu sein und an der frischen Luft gute Musik zu hören und einfach mit Menschen Zeit zu verbringen. Das ist eigentlich das Ziel und das Motto an dieser ganzen Sache, die wir hier eigentlich machen. Und die Leute auch mal ein bisschen von zu Hause wegzuholen, ne? Also, dass das ein bisschen wieder zurückkommt. Ich bin anders groß geworden, so. Wir waren viel draußen, Lagerfeuer gemacht, das alles so mal ein bisschen zurückzuholen. So. Und das ist halt dieser Ort hier, gerade Ostseebad, wo wir es halt mit Augen zu halt dürfen, so ein bisschen. Wir hinterlassen den Strand natürlich sauberer als er vorher war. Und das jedes Jahr, wie die Stadt es auch sehen kann. Ich merke immer nach dieser Party, die wir hier machen, dass die Leute mit einem Lächeln nach Hause gehen, so. Wie ich es ja auch im Club habe. Wenn ich im Club auflege und die Leute Spaß haben, mit einem Lächeln nach Hause gehen, dann habe ich ein Ziel erreicht, so für den Abend. Das höre ich die ganze Zeit, wenn ich unterwegs bin. Wann geht's los? Wann macht der wieder? Wann tut der wieder? Und es ist schön. Das ist ein schönes Gefühl, dass man aus einer Masse von 60 Leuten sowas Großes schaffen konnte, wie das jetzt sich entwickelt, auf jeden Fall. Und das Ziel halt, das offiziell zu machen. Ne? Das ist halt das, was ich mir halt wünsche, dass man nicht immer Angst haben muss, Mensch, beendet das jetzt die Polizei oder regt sich jetzt ein Nachbar extrem drüber auf, dass wir nicht weitermachen können. Natürlich haben wir auch Respekt davor und arbeiten mit der Polizei auch zusammen. Wenn die sagen, wir sollen das so und so machen, dann tun wir das auch natürlich. Wir sind jetzt keine Rowdies, die irgendwie machen, was wir wollen. Das ist schon ein bisschen so Respekt da. Aber das Ziel ist halt, dass wir es halt dürfen. So. Das ist halt das Ziel. Wir wünschen uns für die Zukunft, das halt jedes Jahr weitermachen zu können. Und vielleicht halt mal über ein ganzes Wochenende, dass es vielleicht ein kleines Festival werden kann, was wir hier in Flensburg oder Umgebung, muss jetzt nicht der Platz hier sein, aber halt in der Umgebung starten können. Und was halt Anhang gewinnt, dass dann Leute vielleicht auch aus Hannover oder Berlin hierher kommen, um sich das anzuschauen. So, ne? Ja, kommt alle raus und feiert den Sommer mit uns.